Du kannst in dem Moment, du kannst nur eine ruhige Kugel schieben in Deutschland, wenn du die Schnauze hältst und zu nichts eine Meinung hast. Oder am besten immer mit der mehrheitsfähigen Meinung rumschwimmst. Kein Ohrhasen ist, oder zwei Ohrküken, oder Kokowee, oder auch eben Honig im Kopf. Das sind alles so Filme, die haben, finde ich, wirklich so was Traumhaftes und auch was Schönes. Jetzt hast du aber auch Filme gemacht, wie One Way zum Beispiel. Die haben eher was Albtraumhaftes. Und man fragt sich immer so, also ich verstehe, dass man dafür vielleicht Manschetten hat, weil das wohl irgendwie auch der größte Flop deiner Karriere war, zumindest finanziell. Ja, aber das ist trotzdem... Also nicht nur finanziell, sondern auch an Zuschauerzahlen. Der hatte 300.000 Zuschauer. Aber findest du künstlerisch, dass es auch dein größter Flop war? So, und warum macht man dann, wenn man eigentlich weiß, ja gut, okay, der hat an der Kasse verkackt, aber... Eigentlich war das schon ganz geil. Wann kommt das nächste Ding, was so ist? Weil das ist schon... Naja, ich hab ja vor 2 Jahren oder 3 Jahren sind es jetzt schon fast Schutzengel gemacht. Und da weiß ich ja auch mit all meinem Wissen, dass Deutschland ein Actionfilm in Deutschland eigentlich kaum eine Chance hat zu funktionieren. Auch die amerikanischen Actionfilme laufen im Verhältnis zu anderen Ländern weltweit am schlechtesten. Deutschland ist für Actionfilme das schwächste Land auf der ganzen Welt, also pro Kopf. Ne? Auch was amerikanische Actionfilme? Ja, alle betrifft? Actionfilme. Amerikanische, französische. Die Franzosen machen ja auch teilweise richtig tolle Actionfilme. Die kommen hier gar nicht ins Kino. Ne? Also, und hab's trotzdem gemacht. Ne? Also, und der ist jetzt nicht so gefloppt wie One Way. Und trotzdem würde ich wieder so einen One Way-Film machen. Wenn ich das Gefühl habe, ich muss den Film machen. Und bei One Way, den Film musste ich machen. Das war mir ein Anliegen, das Thema. Ne? Also sexuelle Gewalt gegen Frauen, ne? Und vor allen Dingen, wie die Gesellschaft damit umgeht. Ich fand das Drehbuch einfach toll. Ne? Aber das hat halt, das ist halt richtig in die Hose gegangen. Und sometimes you win, sometimes you lose. Für so Tabuthemen quasi irgendwo eine Lobby aufzutreten, sage ich jetzt mal. Woher kommt das plötzlich? Weil man polarisiert in dem Moment ja automatisch, weil man Stellung beziehen muss. Und ist das nicht wahnsinnig gefährlich als Filmemacher, weil dann auch einem ein potenzielles Publikum flöten geht? Klar, in dem Moment, wo du, sage ich mal, einen Aufruf machst auf Facebook und forderst Leute auf, Geld zu spenden an syrische Flüchtlinge, dann hast du natürlich die anderen Leute, die sagen, ey, die sollen wegbleiben, wir haben selber genug Probleme, ne, spendet lieber mal für uns und so. Dann hast du die natürlich verloren, aber die will ich auch gar nicht haben. Und ne? Petition gegen Homo-Ehe, das ist doch, da gibt es... Dann habe ich halt die verloren, die darin den Weltuntergang sehen, wenn Schwule dieselben Rechte haben wie Heteros. Dann habe ich die verloren, die will ich aber auch nicht. Du hast ne? aber auch gesagt, dass du ganz viele Leute dafür motiviert hast und auch bewegt hast, da mit zu dieser Petition zu kommen. Ja, weil ich das nicht begreife, dass so ein so vordergründig tolerantes, liberales Land wie wir, alle um uns herum haben das schon, selbst die Iren, ne? die Skandinavier schon ewig. Ne? Und dass wir in Deutschland, also dass wir überhaupt darüber reden müssen, einfach zack, abhaken, machen, weiter. Ne? Hast du irgendwelche Leute damit nicht erreicht? Also hast du selber die Erfahrung gemacht, dass Freunde oder Bekannte von dir vielleicht auch gesagt haben, nee, sorry, sowas unterschreibe ich nicht? Es gab einen Fußballerfreund, der hat gesagt, Till, das kann ich nicht unterschreiben, da kriege ich voll Ärger mit dem Verein. Welcher ja. Verein ist das? Das sage ich nicht. Und welche Position spielt mein... Welche Rückennummer hatten, ja. Auf was reimt sich denn der Nachname? Schnötze. Oh, nee, streich das. Otze. Nein, also von meinen Freunden, die haben alle dieselbe Meinung. Ne? Aber wie gesagt, also und bei Lanz, das war halt so, ich wusste ja nicht, dass die Frau da sitzt. Ich war da, um meinen Film zu promoten. Ne? Und dann kam die vor mir dran und erzählt dann eben ihre furchtbare Geschichte. Und dann bin ich halt da ein bisschen ausgetitscht. Ne? Aber in der Sache würde ich fast alles wieder so sagen. Ne? Vielleicht weniger emotional, aber so bin ich halt. Ne? Und das kann ich auch nicht dann steuern. Ich kann da nicht da sitzen und sagen,
Das kann ich jetzt nicht sagen. Ich hatte ja in Hamburg, als ich nach Hamburg gegangen bin, mir so ein paar Deppen so Farbe ans Haus geworfen und das Auto von meiner Freundin abgefackelt als Strafe für meine Verherrlichung des Afghanistan-Einsatzes. Ich habe schon zwei gesagt, Leute, also entweder habt ihr den Film nicht gesehen oder ihr seid blöd, weil das habe ich bestimmt nicht getan. Und dann ist aber, dann haben mich Soldaten gefragt, ob ich einen Spendenaufruf auch posten würde für den ersten gefallenen KSK-Soldaten. Und dann habe ich gedacht, wenn ich das jetzt mache, dann habe ich die Scheiße wieder an der Backe. Dann habe ich mal mit meinem Sohn gesprochen, habe gesagt, hier, Digga, auf der einen Seite will ich das posten, auf der anderen Seite will ich euch das nicht zumuten. Das nochmal, wir haben zwar jetzt einen schönen Zaun, aber da kann man ja auch drüber klettern. Und dann sagt er so, Papa, mach einfach, was dein Herz sagt. Dann habe ich es gepostet. Und dann ging es wieder los. Du kannst in dem Moment, du kannst nur eine ruhige Kugel schieben in Deutschland, wenn du die Schnauze hältst und zu nichts eine Meinung hast. Oder am besten immer mit der mehrheitsfähigen Meinung rumschwimmst so, und die dann auch so änderst. Dann, oder wenn dich keiner für deine Meinung interessiert, dann ist es auch gut. Aber wenn du eine Öffentlichkeit hast und eine Meinung hast, das geht ja nicht nur mir so, das geht ja jedem so. Deswegen fährt man am besten, wenn man die Schnauze hält. Aber leider bin ich nicht so. Und ich sag schon sehr viel nicht. Ich arbeite ja hart an mir. Meine Mutter hat immer gesagt, kannst du nicht einmal 5 Minuten mal nachdenken, bevor du deinen Mund aufmachst. Das war halt auch so eine Idee. Da habe ich eine halbe Stunde lang erklärt, wie diese Geschichte ist. Jeder wusste es. Jeder wusste, dass ich recht habe. Er auch. Und hat es dann trotzdem geschrieben. Und dann habe ich den gesehen und habe gesagt, du fette Sau, ey. Das nächste Mal, wenn du mich siehst, geh aus dem Weg, sonst passiert was.